wie ihr wisst, haben wir bei der Messung, praktisch wo das Auto schon war, 807,1 PS gehabt. Ja, 807,1 korrigiert und 1087 Newtonmeter. So sah das Diagramm aus. Und wir haben jetzt praktisch nichts anderes gemacht wie Originallader raus, nichts an der Software geändert und die großen Lader von GAD rein. Ja, also Turbo raus, große Lader rein, haben wir eine Leistung hier von 840 PS. Ja, das heißt, wir haben einen Zuwachs von 33 PS. Ja, das gestrichelte ist das Drehmoment mit dem Originallader. Da sieht man, dass halt untenrum so zwischen 2 und 4 etwas mehr Drehmoment hatte. Ja. Wir sehen hier zum Beispiel bei 3000 Umdrehungen hat der große Lader jetzt momentan hier 800 Newtonmeter. Ja. Da hatte der Serienlader schon etwas über 900 Newtonmeter, also 100 Newtonmeter mehr in dem Bereich hier. Ja. Vorteil hier ist meiner Meinung nach, dass wenn jetzt einer fährt, jetzt mit einem hohen Gang untertourig Gas gibt, dass hier in dem Bereich, durch das, dass der Lader etwas später kommt, die Kurbelwelle entlastet wird, ja, weil ich da einfach nicht so viel Moment aufbringe in dem unteren Bereich. Und dann sieht man exakt hier, ab 4200 Umdrehungen schneiden die sich alle, ja, und dann sieht man da, dass der große Lader dann wirkt und dann bin ich dann praktisch obenrum ab 4,2 bis Drehzahlende habe ich dann meine höhere Leistung durch den großen Lader. Also man sieht es ja hier, hier fällt jetzt Moment ab. Das heißt, ich habe jetzt hier mit dem Originallader bei 6000 Umdrehungen habe ich ein Drehmoment von knapp 900. Ja, und da habe ich jetzt mit dem großen Lader um die 970. Ja. Wir würden jetzt mal die Loks angucken, gucken, was der Druck macht und schauen, ob wir da jetzt noch nachlegen, was wir machen, weil Ziel, wisst ihr ja, mein persönliches Ziel, sage ich mal, mit den Kraftstoffpumpen und so alles, ist ja alles Serie. Da ist mein persönliches Ziel, also wenn ich da 880, 870, 880 PS habe, reicht mir das. Die 100 auf 200 in 5,2, 5,1, dann ist es schon ein ordentliches Gerät. Ich bin jetzt hier gefahren und habe alles mal mitgelockt. Und ich sehe zum Beispiel mein Kraftstoff, ja, ist alles schön perfekt auf Lambda 0,80 die ganze Zeit. Nur zwischen 0,80 und 0,82 pendelt sich es ein. Ja. Bank 1, Bank 2 identisch. Das ist wunderbar. Wir haben jetzt hier die Drosselklappe, sehen wir auch, ist permanent auf. Also da ist keine Limitierung drin, wo uns irgendwas zumacht. Dann, was wichtig ist zum Beispiel, ist die Zündung. Ja, jetzt bin ich echt gespannt, was wir mit dem großen Lader jetzt hier Zündung fahren, oben rum. Und ihr seht, wir fahren trotzdem mit dem großen Lader, ja, immer noch eine Zündung von 23 Grad. Ja, das ist also perfekt. Ja, also super Sprit drin. Jetzt gucken wir mal Zündwinkelrücknahmen an, alle 8 Zylinder. So habe ich angekreuzt. Und da haben wir jetzt hier mal 2,5 Grad Rücknahme. Hier haben wir 3 Grad Rücknahme, also ist alles im grünen Bereich, da wird fast nichts zurückgenommen und da oben rum nimmt es gar nichts mehr zurück. Ja, ist prima alles. Und was mich jetzt noch interessiert, ist der Ladedruck. So, da haben wir den Setpoint und den aktuellen Druck. Und wie ihr seht, wird der aktuelle Druck exakt auf dem Setpoint fahren. Das heißt, wir haben im fünften Gang bei 6700 Umdrehungen noch einen Ladedruck von 1,9 Bar mit dem großen Lader. Ja? Also vom Druck her fährt er eigentlich den gleichen Druck, nur durch das, dass wir jetzt die großen Lader drin haben, haben wir halt mehr Füllung und dadurch auch die Mehrleistung. Ja, schaut gut aus. Da ja obenrum nichts zurückgenommen wird, würde ich jetzt die Software noch ein bisschen anpassen und dann gucken wir mal, was da rauskommt. So, also Software ist fertig. Wir spielen die jetzt drauf und dann gehen wir nochmal fahren und dann bin ich echt gespannt. Aber Paul, ich sag dir mal was. Sag mir was. Ich hole jetzt noch mal schnell was. Nämlich Paul. Ja? Coolant Extreme kommt auch noch rein. Ah. Ja? Weil wir wollen ja das Ding richtig fahren lassen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das Zeug funktioniert wunderbar. Das machen wir jetzt mal dann Ei. Ja? Der Eugen, der das alles gemacht hat und das Zeug auch mitentwickelt hat, sagt, es hört sich zwar ein bisschen komisch an, aber er sagt, das Wasser wird noch nasser. Ja? Coolant Extreme, ich weiß nicht, was genau da drin ist. Ich bin kein Chemiker, aber ich habe es ja damals in meinem Cayenne getestet und auch die Messungen gemacht und es hat wirklich funktioniert. Wir haben im mittleren Bereich einfach mehr Drehmoment, mehr Leistung gehabt und obenrum waren es, glaube ich, 7, 8 PS mehr durch das Coolant Extreme. Ja. Deswegen machen wir das jetzt auch hier auch rein. Bei so einem V8 2x350 Milliliter rein
und dann sollte das Ding schon marschieren. Ja? Eugen hat mir das so erklärt, es ist so, dieses Additiv hat sozusagen so eine Wirkung, wie wenn du ein Kühlsystem hättest, jetzt von mir aus mit 5 Liter, ja? Und dann schüttest das Zeug rein und es hat dann praktisch diese Kühlwirkung von einem Kühlsystem, wo dann aus an 7 Liter draus werden, ohne dass man praktisch ein größeres Kühlsystem macht. Ja? Wie gesagt, nagelt mich nicht fest, ich bin kein Chemiker, das Zeug funktioniert, ich habe es schon ein paar Mal getestet, auch in anderen Fahrzeugen und deswegen machen wir das jetzt auch hier noch rein und dann gehen wir gleich nochmal fahren, wenn der fertig ist mit Programmieren, Paul. Ja. Und dann sage ich mal, schnall dich an und aufpassen. So, Paul, Software drauf, Coolant Extreme drin, dann geht's los, oder? Muss ich mich noch anschnallen. Sport Plus, nein, schneide ich lieber an. Apropos zu dem Coolant Extreme, also das könnt ihr ganz normal bei uns im Online-Shop kaufen. Ja. Man könnte das reintun. Wir haben noch andere schöne Additive. Wir haben einen Oktanbooster, der ziemlich gut funktioniert. Bei dem Oktanbooster ist der Vorteil, den könnt ihr auch benutzen bei Fahrzeugen mit Cut, ja, weil da ist kein Blei drin, gar nichts. In den meisten, die du kaufen kannst, irgendwie steht immer klein drauf, nicht geeignet für Fahrzeuge mit Katalysator, weil der kaputt gehen kann. Deswegen bin ich da froh, dass wir echt einen guten haben, wo man für jedes Auto nehmen kann. Natürlich Benziner, ne? Kein Diesel, ja? Der Diesel klingelt nicht. Und dann haben wir noch ein cooles Keramik-Additiv. Das mache ich auch in alle meine Autos rein, weil das gewährleistet mir einfach die Gleitfähigkeit, auch wenn mal irgendwo ein Ölfilm abschmiert oder irgendwas, weißt, wo kein Öl direkt hinkommt, dann setze ich das genau da ab und ist in Nano, weiß ich was, ich bin auch nicht der Profi von dem Zeug, aber du hörst es auch beim Porsche, also mein Porsche zum Beispiel, der hat immer so ein Klackern gehabt im Stand, wenn du den angemacht hast und dann habe ich das Zeug rein und es war alles weg, ja, also dann kann das nur was gut sein. Da bin ich mal gespannt jetzt. Also wie gesagt, Leute, 870 PS ist mein Wunsch, mein Ziel, mehr wie 870 brauche ich nicht, das reicht dann schon, weil das Auto soll ja auch noch eine Weile halten. Ich denke mal, der Motor selber, die Innereien und alles, ich meine, das ist ja AMG, ist ja nicht nur nach 15, weil AMG, die sparen nicht, gell? Die sind zwar da aus der Gegend, wo man sparen muss, aber AMG spart nicht, die machen schon gutes Zeug, nein. Und ich tippe mal grob, wir haben ja auch ein GTS, wo wir die Kolben vom E63 verbaut haben, Verdichtung runter auf 8,5 und das Auto fahren wir auch mit 1000 PS und da ist, das Ding kriegt nur volle Lotte und da passiert auch nichts. Also ich sag mal, standfeste in Deutschland Autobahn 900, 950 PS hält der Motor definitiv. Wenn man natürlich immer seinen Service macht, Ölwechsel natürlich nicht alle 30.000, sondern alle 10.000 Mal macht, ja, weil du beanspruchst das Ding ja ganz anders. Da kommen wir jetzt eigentlich auch schon zu der ersten Frage. Ja. Der Tim, der will wissen, was ist der Verbrauch vor und nach der Optimierung? Der Verbrauch vor und nach der Optimierung. Je nachdem, wie du fährst, Tim. Also ich sag mal, wenn du Gas gibst, wenn du schnell fährst, gehen da schon mal 30, 40 Liter durch. Ja? Dann kommst du mit einer Tankfüllung 250 Kilometer und dann war's das. Wenn du aber normal fährst, fährst du auch mit 8 Liter. Da ändert sich nichts vor und nachher. Und ich muss dir sagen, nach der Optimierung ist der Verbrauch unter Volllast sogar weniger, weil ich das Lambda auf 0,80 setze, 0,82 und in Serie würde er da anfetten auf 0,75, 0,74. Ja, so würde er noch mehr einspritzen. Der RBN STB möchte gerne wissen, wie kriegt AMG den Wandler so schnell und geht das noch schneller? Materialverschleiß. Das ist eine gute Frage. Ich sag mal, AMG ist ja nicht auf den Kopf gefallen. Nicht umsonst hat Mercedes damals AMG aufgekauft und hat gesagt, hey, ihr seid so gut, ihr müsst es für uns machen. Ja? Weil sonst wäre Mercedes jetzt heute gar nichts, sage ich euch. Ja? Und ich bin da nicht der Techniker, ich bin auch kein Entwickler. Ich weiß nur, dass es funktioniert. Wir fahren jetzt momentan 1100 Newtonmeter. Ja? Und das Ding schaltet wie Schmitz Katz. Weißt du, was das Auto an Wert hat? Das Auto? Lou wissen. Lou? Ja. Ja, was hat das Auto an Wert? Also ich sag mal so, wenn du das jetzt neu kaufst, bist du irgendwo so zwischen 150.000 und 170.000 Euro, je nachdem was für Ausstattung. Und gebraucht kriegst du ja die schon recht günstig, weil finde ich schon traurig auch irgendwie, weil das einzigste Auto von AMG, sag ich mal, was so auf den Straßen siehst, jetzt kein Sammlerauto wie ein SLS oder ein SLR, ja,
ist die G-Klasse. Die G-Klasse ist immer wertstabil, aber jetzt so eine E-Klasse, ich kann dir sagen, wenn du dir jetzt heute eine E-Klasse kaufst für 150.000, die verkaufst du dann in einem Jahr für die Hälfte, ja, weil halt einfach der Wertverlust so groß ist bei den Dingern. Ja. Der Marcel, der möchte gerne wissen, ob jetzt hier dieser E63S mehr Leistung haben soll als der vom Gear Collector. Ja, also ich weiß nicht, was Gear Collector seine hat. Ich habe mir damals nur das Schubknallen reinprogrammiert, aber ich glaube nicht, dass der 870 PS hat. Ich denke, ich tippe mal grob, ein Gear Collector seiner wird irgendwo um die 780, 800 PS machen. Und ja. Ja, dann soll er mal da zu uns herkommen. Soll er mal zu uns herkommen. Richie fragt, Unterschied vom E63 und E63S, nur in der Software oder auch hardware-seitig? Mein Freund, Hardware ist alles identisch. Ja, ich glaube, dass sie einfach eine andere Differentialsperre, also die Regelung ist da ein bisschen anders, aber so viel ich weiß, ist alles Software-Seite geändert. Also am Motor selber weiß ich, ist alles identisch, Turbolader ist alles identisch, ist alles gleich. Und Unterschied ist halt, VMAX ist auf, beziehungsweise das musst du ja auch noch Aufpreis zahlen. Also ist egal, S oder nicht S. Am Ende kommt das Gleiche raus. Und hat der schon OPF? Der hier? Ja. Der hat OPF, ja. Das möchte Lars wissen. Der Lars? Ja. Ja, das ist also schon OPF-Modell, aber ich muss dir sagen, der hatte OPF. Ja, der hatte OPF. Der hat jetzt schöne Downpipes von uns drin mit 200 Zellen Rennkatz. Das heißt, die AU besteht da, Stand heute auf jeden Fall. Wenn sie dann halt nachher testen, ob OPF und so, klar, das würde er nicht bestehen. Jetzt hat mir auch ein Kumpel hat mir erzählt, dass Bosch jetzt ein neues Gerät entwickelt hat. Und wenn das die Polizei in die Hände kriegt, dann seid ihr alle GEF, BEEP. Ja? Weil dieses Gerät soll anscheinend können. Die stecken das dann hinten in den Auspuff und das Gerät soll sogar sagen, ob der OPF draußen ist oder nicht. Ja? Ob der Cut draußen ist oder nicht. Soll dieses Gerät alles erkennen. Da bin ich echt gespannt. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Das misst halt, ja. Das sind auch wieder Ingenieure, die halt ein bisschen mehr Ahnung haben wie wir von dem Zeug. Und das misst halt. Und aber das Geile ist, dass die ja das Gesetz geändert haben. Das heißt, wenn du heute ohne Cut fährst oder mit einer Abgasanlage, die nicht eingetragen ist, dann kriegst du nur 90 Euro Strafe und keinen Punkt. Und es ist auch keine Steuerhinterziehung. Ja? Und die dürfen euch auch nicht stilllegen, weil es keine Gefährdung ist im Straßenverkehr. Ja? Das heißt, wenn euch die Polizei anhält und ihr wisst, ihr habt keinen Cut drin, dann sagt einfach zu der Polizei, die kriegen es eh raus, wenn sie das Auto beschlagnahmen, weil wenn ihr sagt, das Auto ist original und die Polizei hat einen Verdacht, dann dürfen sie das Auto beschlagnahmen, mitnehmen und sicherstellen, um zu gucken, ob da ein Cut drin ist oder nicht. Wenn ihr aber zu denen sagt, ja, hör zu, da ist kein Cut drin, ja, dann dürfen die euch nicht das Fahrzeug wegnehmen. Ihr kriegt dann eine Mängelkarte, ihr kriegt die Strafe und ihr dürft weiterfahren. Und ihr habt 2 Wochen Zeit, um den Fehler zu beheben. Ja? Die dürfen das Auto nicht beschlagnahmen. Also lasst euch nicht verarschen von der Polizei. Ja? Es ist einfach so. Wenn ihr es zugibt, dass da kein Cut drin ist, dann müssen die euch weiterfahren lassen, weil es keine Gefährdung im Straßenverkehr ist. Fragt euren Anwalt. Anwalt Pelka. Wollte ich gerade sagen, du bist jetzt Anwalt geworden. Wie viel Zündung fährt er mit und ohne Software? Zündung? Ja. Das Auto? Ja. Hat das Auto fährt Serie eine Zündung von 20 bis 21 Grad und ich habe jetzt eingestellt auf 24 bis 26. Ja, das war noch die Frage vom Dani. Vom Dani. Genau, sind wir jetzt eigentlich durch mit den Fragen? Was ich euch mal fragen wollte ist, was war denn eure Höchstgeschwindigkeit, was ihr mal gefahren seid? Also nicht mitgefahren, sondern selber gefahren seid. Kommentiert mal und schreibt mal drunter eure Höchstgeschwindigkeit und mit was für einem Auto. Das würde mich echt interessieren, wie schnell so auch andere Autos fahren können. Also mein persönlicher Rekord war damals mit dem M5, ja, V10 Sauger, umbaut auf 580 PS mit Supersprint, Fächerkrümmer, komplette Abgasanlage, alles, also richtig top. Und da bin ich gefahren, GPS, 364 km/h. Ja, also 364 km/h, was schnellste, was ich persönlich gefahren bin. Und das mit einem V10. Und der Sound, von dem brauche ich euch gar nicht berichten. So, Welle, da bin ich jetzt gespannt, was er macht. 100, 200 und die Messung. Ja? Sehen wir gleich.
So, Paul, hä? Hast du gesehen, was wir gefahren sind mit dir drin? 100 auf 200, 5,34. Ja? Also nochmal 2/10 schneller wie vorher ohne die Software zu den Ladern. Und das Geile ist, 200 auf 250, 4,53 Sekunden. Also das ist schon eine Ansage, sage ich dir. Na ja, ich trinke mal einen gemütlichen Kaffee schon, ne? Weil ich bin zufrieden, Kunde wird auch sehr zufrieden sein. Ich komme hier auf ein Ergebnis, jetzt momentan von 874,6 PS und 1132 Newtonmeter. Paul, zeig mal das Diagramm. Ja. Hier 874,6 PS und 1132,5 Newtonmeter. Gucken wir gleich nochmal die Loks an, was sich an den Loks verändert hat nach der Softwareänderung. Und ich kann euch sagen, nach Adaption und allem wird das Ding, wenn du allein im Auto hockst, 100 auf 200 locker eine 5,0 fahren. Und ich denke, arg viel schneller wirst du mit dem Ding auch nicht unterwegs sein. Auf jeden Fall ein großes Lob an die Firma GAD. Grüße an Basti gehen raus, ja, an Santos auch. Zwei sehr super Kerle sind es. Ja. Also wir haben immer sehr viel Spaß, wenn wir uns irgendwo auf Events treffen. Und ich habe es euch schon gesagt, wenn es um Hardware geht, was AMG angeht, also rein Hardware, ist GAD meiner Meinung nach in Deutschland die Nummer 1. Ja? Weil die Jungs wissen wirklich, was sie machen. Die berechnen auch alles. Also die geben sich echt Mühe. Ja? Und wer weiß, vielleicht gehen wir mal ein gemeinsames Projekt an, wo wir sagen, okay, die Firma GAD baut mal einen kompletten Motor um, ja, aber richtig umbauen. Ja? Und dann sollen sie mir das Auto mal hinstellen. Und dann mache ich mal die Software für das Auto und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Ja? Kommentiert mal drunter, ob ihr Bock hättet mal auf so ein gemeinsames Projekt mit mir und der Firma GAD. Das heißt, GAD baut das Auto, baut einen Motor und ich mache die Software. Und ich sage euch, 1200, 1300 PS müssen da drin sein, gell, in so einem 4 Liter. Also. So, kommen wir zum letzten Feinschliff. Auto ist soweit fertig. Ihr wisst, Leistung ist auch top. Und damit es lange hält und der Kunde viel Spaß hat, zu jedem Ölwechsel eine Flasche Mikrokeramik und das malen wir jetzt auch rein. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Die Gleiteigenschaften, die Schmiereigenschaften sind natürlich deutlich verbessert durch das Zeug. Und ich mache es eigentlich in jedes Auto jetzt schon rein, was einfach echt gut ist. So, Paul, machen wir mal rein das Zeug, ja? Ein bisschen schütteln. So, laufender Motor, einfach stutzen auf und einfüllen. Wie ihr seht, weiße Farbe, wie auch die Mikrokeramik ist. So. Wenn ihr das benutzen wollt, könnt ihr das zu jedem Ölwechsel machen oder wenn ihr jetzt schon Öl drin habt und ihr wollt es reintun, dann lasst halt einfach mal einen halben Liter Öl ab und macht einen halben Liter von dem Zeug hier rein und dann läuft das Motor wie das Kätzle. Das Auto ist fertig, gewaschen, abholbereit für den Kunden. Jetzt stellen wir es rein, morgen wird es abgeholt und dann sehen wir uns bald wieder, Männer. Ich wünsche euch was. Und Frauen, Männer und Frauen. Wir haben wahrscheinlich auch ein paar weibliche Zuschauer. Kommentiert mal, die weiblichen Zuschauer, schreibt mal drunter. Ich bin ein Girl. Ich bin mal echt gespannt, ob wir weibliche Zuschauer auch haben. Also, macht's gut und ich wünsche euch was.